Reaktionen von Freunden, Bekannten, Kollegen nach vorne gekommen. Boah, Faust, schwieriges Thema. Das wollten wir wirklich vermeiden. Und statt brav eine chronologische Präsentation zu machen, von Delacroix bis Anselm Kiefer, haben wir gedacht, ja, das muss irgendwie theatralisch inszeniert werden, im besten und wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kamen, abgesehen von den Kollegen aus Weimar, Thorsten und Sophie, zum Team Philipp Fürhofer dazu, als nicht so sehr als Künstler, der er auch ist, aber mehr als Bühnenbildner, was er auch sehr professionell macht. Und so kam die Idee, mit einem Bühnenbildner, mit einem Theatermenschen gemeinsam dieses Konzept zu erarbeiten. Und ich traue mir zu sagen, das ist uns gelungen. Darum gebe ich gern ihn den Gesellen zu, der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. Doch ihr, die echten Göttersöhne, erfreut euch der lebendig reichen Schöne. Das Werdende, das ewig wirkt und lebt, umfasst euch mit der Liebe holden Schranken. Und was in schwankender Erscheinung schwebt, befestiget mit dauernden Gedanken. Goethes Faust nicht als einen ferngerückten Klassiker zu präsentieren, als ein olympisches Werk, vor dem wir in bildungsbürgerlicher Ehrfurcht erstarren, sondern Goethes Faust, den Fauststoff, so wie er von Goethe dann seinen Ausgang nimmt, als ein hochaktuelles Werk zu präsentieren, als ein Drama, das mit unserer eigenen Lebenswirklichkeit, mit unserer eigenen Erfahrungsrealität sehr viel zu tun hat. Diesen Anspruch, den wir mit unserer Ausstellung verfolgen, können Sie auch schon am Titel der Ausstellung ablesen. Wir haben uns ganz bewusst für diesen pointierenden, zuspitzenden Titel »Du bist Faust« entschieden, um deutlich zu machen, Faust ist nicht eine literarische Figur, zu der wir aus einem 200-jährigen Abstand zurückblicken, sondern Faust und in gewisser Weise dann auch Gretchen und Mephisto sind Figuren, mit denen wir uns zu identifizieren haben oder, um es vorsichtiger zu formulieren, mit denen wir uns auseinanderzusetzen. Abstraktarbeiten, also das ist ja ziemlich überraschend, dass man Künstler, die in die Abstraktion gehen, die also nicht nur Mephisto, Faust, Gretchen möglich ist. Im Grunde ist das, also das, was für mich auch sozusagen das Handwerkszeug ist für die Beschäftigung des Dramas, sondern dass die eigenständig angesehen werden, dass die autonom für sich stehen, dass man nicht bei diesem Abgleich stehen bleibt, was man zu tun hat. Also Kiefer natürlich ein Künstler, der sich insgesamt mit deutschen Bildern sehr intensiv auseinandergesetzt hat und auch den Faust. Dieser Verjüngungswunsch ist sicherlich etwas überhistorisch Gültiges, aber er gewinnt doch in unserer heutigen Zeit mit ihrem Verjüngungswunsch, mit ihrem Jugendwahn eine ganz besondere, eine neue Relevanz. Und zwar deswegen, weil Faust nicht nur diesen Wunsch in sich verspürt, sondern weil er mit Mephistos Hilfe diesen Wunsch auch in die Wirklichkeit umsetzt. Dann haben wir gerade im Faust 1 das ganz große Thema der Liebe. Auch die Liebe ist sicherlich ein überhistorisch relevantes Thema, aber es gewinnt in der Ausprägung, wie sie uns Goethes Faust vor Augen führt, eine besondere Relevanz für die Moderne, für das moderne Subjekt, für das moderne Liebesverständnis. Warum? Die Liebe ist für Faust einerseits eine Ersatzreligion. Faust überhöht die Liebe, er sakralisiert sie. Für Faust wird die Liebe zu Margarete ein Sinnversprechen, nachdem alle Erkenntnisbestrebungen, die er verfolgt hat, gescheitert sind. Gleichzeitig aber verdinglicht Faust die Liebe. Er degradiert sie zur Ware. Und Sie kennen alle diese Geschichte nach seiner ersten Liebesnacht mit Margarete, verlässt er sie, entzieht sich seiner sozialen Verantwortung und stürzt sich ins Rauschen der Walpurgisnacht, immer auf der Suche nach einem neuen Nervenkitzel, nach einer neuen Erfahrung. Diese ganze Ambivalenz,
der Liebe Fausts zu Margarete, das Kontingente an der Liebesbeziehung zu Margarete, das hat uns in besonderer Weise interessiert und das glauben wir auch in den Kunstwerken, die diese Ausstellung präsentiert, den Besuchern und Besucherinnen vor Augen führen. Was zu den teilweise historischen Werken entsteht und der auch ganz bewusst als Kontrast gegenüber den Werken steht, um die noch weiter zu fokussieren. Ja, also das, der Unterschied zu einer sehr orientiert, also an jener Fassung des Faust, die 1808 erschienen ist, auf das Fragment aus dem Jahre 1790 beziehungsweise auf den ja erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlichten Urfaust weisen wir zwar hin, aber wir lassen es dann auch bei diesen Hinweisen bewenden. Zumal der sogenannte Urfaust, also die früheste Fassung des Faustdramas, wie auch ein Zyklus zum Faust 2 im Exil in morgen nicht bekam. Und keine Zeit soll man verlieren. Wenn nur ein Tag klar, vernünftig lacht. Aber wie Sie mich schicken, dann habe ich hier.